Hallo zusammen, es ist September 2022 und die Fotos hier, die Sie gleich sehen im Film, die werden Sie ein bisschen traurig machen. Es geht um einen Mercedes Sprinter, der noch gar nicht alt ist. 7 Jahre war dieser Wagen, ich zeige ihn jetzt mal. Das war der Sprinter in seinem ersten Leben. So ein Auto war das, nicht der, aber so ein Auto war das, ein Rettungswagen in Bayern. Und der wurde 7 Jahre eingesetzt als Rettungswagen, hatte ungefähr 250.000 Kilometer gelaufen dann, als er verkauft werden musste, wegen Rost wahrscheinlich. Und Kunden von mir, von uns, haben den Wagen dann gekauft und haben daraus ein Wohnmobil gebaut. Ganz viel Aufwand für den Umbau. So sieht der Wagen nach dem Umbau aus. Und unten gab es halt, das wussten die beiden auch, ein heftiges Rostproblem. Und ja, als der Wagen zu uns kam, da war allen klar, dass das eine größere Aufgabe wird. Die beiden, denen der Wagen gehört, die mussten auch helfen. Die mussten wirklich mit anfassen, weil es war zu viel Arbeit. Und ich zeige jetzt mal die Arbeitsschritte. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber es waren halt, ich glaube, 800 Fotos und ich habe hier eine Auswahl rausgesucht. Man sieht aber, was halt mit einem Auto passieren kann, wenn es nicht richtig gepflegt wird, wenn kein richtiger Unterbodenschutz, keine richtige Hohlraumkonservierung da ist und wenn das Salz nach dem Winter nicht abgespült wird. So, ich lege jetzt mal los. Das sind Fotos von vom Unterboden, vom Rathaus, ich glaube vorne links, nachdem die Verkleidung abgenommen worden ist. Und hier Blick auf den Motor. Auf der Bühne ist der Wagen schon. Man erkennt sehr viel Rost, hier das Differential, sehr viel tiefer Rost. Das kann man auf den Fotos, denke ich, ganz gut sehen. Ja, dann mussten wir auch noch schweißen. Mehrere Stellen waren das, wo es Probleme gab. Und das hier ist jetzt der Einstieg rechts. Da haben wir dann die Verkleidung abgemacht und das gesehen. Da war der Besitzer auch sehr, sehr traurig. Das von der anderen Seite, so sieht es aus. Also weggefressen, da fehlt richtig was. Wir mussten also erst einmal, bevor wir loslegen konnten, schweißen. Das zeige ich hier jetzt mal. Wir haben ein neues Blech angefertigt. Oben das alte haben wir darunter gelegt, damit der Kunde sehen kann, was wir gemacht haben. Hier sieht man das fertige Ergebnis, eine richtig schöne Arbeit. So, jetzt geht es um die Reinigung von unten. Das ist die Basis. Das hier ist alter Unterbodenschutz, der ausgetrocknet war und darunter bildet sich dann Rost und das kann halt, weil es verdeckte Schäden sind, zu richtigen Problemen führen. Solche Schäden hier sind das. Das sind alte Aufnahmen, nicht von dem Sprinter, aber die verdeutlichen das Problem ganz gut. Wir reinigen die Fahrzeuge mit Trockeneis, das kann ich hier mal zeigen, gefrorenes Kohlendioxid, so sieht das aus. Das kommt in eine Trockeneisstrahlmaschine und wird dann mit viel Druck auf den Unterboden geschossen, sage ich mal. Die Lanze hier, kann man sehen, ist schon eingefroren. Das ist das gefrorene Kohlendioxid, das ist sublimiert, das wird dann von festem Eis zu Gas, sprengt den Unterbodenschutz und den Dreck weg und dann ist der Wagen sauber. So sah das Rathaus aus. Sah das Rathaus vorne rechts, ist das, glaube ich, ja, oder links, weiß ich nicht, aus vor der Reinigung mit Eis und so hinterher. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran, so hinterher. Also schon ein riesiger Unterschied. Jetzt sieht man, wie es dem Wagen geht. Aber das reichte noch nicht an Reinigung. Dann ging es weiter mit dieser Maschine. Das ist eine Feuchtsandstrahlmaschine. Sandstrahlen hat den Nachteil, dass es sehr staubt und die Mechanik beschädigt und auch die Hebebühne und nicht gut ist für die Mitarbeiter. Mit Wasser ist das Sandstrahlen angenehmer und besser und wie wir meinen auch wirkungsvoller. Man kann mit Feuchtsandstrahlen Rostschäden wegkriegen, wo man mit Bürsten und halt mit mechanischen Methoden nicht weiterkäme. Bei den Mitarbeitern ist das nicht sehr beliebt. Das ist eine sehr schmutzige, sehr anstrengende Aufgabe, aber es funktioniert sehr gut. Hier sieht man, wie das aussieht bei der Arbeit.
sehr viel Druck, sehr viel Wasser. Das Wasser muss natürlich entsorgt werden. Der Sand kann wiederverwendet werden. So sieht das aus. Ziemlich viel Sand, ziemlich viel Schmutz. Kein Wunder, dass die Leute bei uns sich nicht unbedingt drum reißen. Ja. Der Sand bleibt dann auf dem Boden, wird nochmal gefiltert, kann wiederverwendet werden. Und jetzt nochmal von nahen, so sieht das aus. Das muss man machen, wenn der Rost sehr tief ist. So sieht das dann danach aus. Ich zeige hier mal wieder ein paar Bilder. Das Differential. Das rostet natürlich gleich wieder, aber das macht nichts. Das ist ja kein tiefer Rost, der dann zu sehen ist. Und man sollte halt nach dem Feuchtsandstrahlen relativ schnell den Wagen trocken pusten, damit es nicht zu viel wieder anrostet. Aber gute Rostschutzprodukte wie die von uns, die können ja auch auf solchen Untergründen haften. Das macht nichts. So. Die Arbeit ist erledigt, der Mitarbeiter hat auch irgendwie keine Lust mehr, glaube ich. Und dennoch, das musste sein, weil sonst hätten wir den Rost nicht abbekommen. So, jetzt zeige ich mal die Arbeitsschritte am Unterboden in der Reihenfolge aus einer ähnlichen Perspektive. Erstmal genau aus der Perspektive in Richtung vorne, das Differential sieht man. Hier kann man sehen, dass zuerst mit Farbe gearbeitet wurde. Wir haben zuerst mit Dimex Paint Repair gearbeitet. Das ist eine Reparaturfarbe, die wird aufgetragen, zur Not auch direkt auf Rost. Immer verschiedene, das sieht man an diesen Arbeitskarten, immer verschiedene Farbtöne, damit man als, wieder eine Arbeitskarte, ja, als Kunde und auch als Mechaniker sieht, dass man deckend aufgetragen hat. Ne? Das hier ist die weitere Schicht, so ein rosa Ton. Noch eine Karte, noch eine Schicht. So sieht das dann aus. Zum Schluss schwarz. Insgesamt 4 Schichten waren das, glaube ich, bei diesem Auto. Und dann kommt UBS Strong. Das ist unser Unterbodenschutz, der den Test von Oldtimer Markt gewonnen hat. Auch hier wieder 2 Schichten und Karten, die den Kunden, dem Kunden halt zeigen, was wir gemacht haben. UBS Strong, die erste Schicht, so sieht das aus. Das ist ein lösemittelfreier Unterbodenschutz, der sehr langsam trocknet, aber fantastisch wirkt, auch auf schwierigen Untergründen. So, die nächste Schicht, kann man kaum sehen, den Unterschied. Jetzt kommt Hohlraumschutz, weil der Unterboden jetzt schwarz ist, kann man sehen, ich gehe gleich mal ein bisschen dichter ran, kann man sehen, wo die Hohlräume sind. Das Gelbe da, das ist das Fett in den Hohlräumen. Das wird auf 110 Grad erhitzt, das Fett, und eingespritzt. Dann macht man noch am Unterboden Kantenschutz. Das ist wichtig, weil die Korrosion immer bei den Kanten losgeht, also ein extra Schutz. Das kann man hier aber schlecht erkennen, weil wir nehmen für den Kantenschutz in diesem Fall wieder den Unterbodenschutz, den schwarzen UBS Strong Nummer 1, und man erkennt es nicht so richtig. Die Nähte, die Fugen, die Falze und die Schweißnähte bekommen halt eine extra Schicht. Kann man schlecht erkennen. So, weiter geht's mit dem Korrosionsschutz oben am Wagen. Der Wagen wird also runtergelassen von der Bühne. Bevor wir loslegen konnten, mussten wir auch oben noch Rostschäden beseitigen, abschleifen, lackieren, hier der Einstieg vorne links, und dann kommt der Hohlraumschutz mit Timex 2000, und der Kollege, der die Arbeit gemacht hat, zeigt mit dem Finger immer, wo er in die Karosserie reingegangen ist. Das hier ist die A-Säule, die muss man behandeln, dann nehmen wir die Sonnenblenden raus und gehen oben in den Scheibenrahmen rein, alle Hohlräume halt, die erreichbar sind, im vorderen Teil des Wagens. Der vordere Teil des Wagens ist ja aus Blech. Das hier ist die Haube, die Türen natürlich. Hier zeigt er wieder mit dem Finger, wo er hingegangen ist. Diese Fotos sind wichtig für den Kunden, dann sehen die Kunden, was mit ihrem Auto passiert ist. So sah der Wagen dann nach, ich glaube, 2 oder 3 Wochen in der Werkstatt
aus. Man kann von außen irgendwie gar nichts sehen. Aber jetzt hat er die Chance, richtig alt zu werden. Schlimm war es, oder? So viel Rost. Über 3 Wochen Arbeit in der Werkstatt und die Besitzer mussten sogar mithelfen. Es war einfach zu schlimm. Ja, was kann man daraus lernen? Man sollte den Wagen nach dem Winter gründlich abspülen. Das Salz muss runter. Das wurde wohl in Bayern damals, als der Wagen Rettungswagen war, nicht gemacht. Und auch ganz wichtig, wenn der Wagen neu ist, dann muss man sich um Rostschutz kümmern. Sowohl um Hohlraumschutz als auch um Unterbodenschutz. Wenn Ihnen diese Filme gefallen, schenken Sie uns gerne einen Daumen nach oben oder schreiben Sie auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich sage jetzt erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Film.